In diesem Video möchte ich dir ein bisschen was über ein neues Konzept erzählen und das nennt sich Kongruenz. Kongruenz. Lass dich nicht abschrecken, Kongruenz ist wieder nur ein ziemlich ausgefallenes Wort in der Mathematik für, wie eigentlich halt häufig, für ein recht simples oder ein zumindest leicht vorstellbares Konzept oder eine recht eingehende Idee. Und zwar steht Kongruenz in der Geometrie für die Idee von Gleichheit. Also, dass zwei Figuren oder zwei Formen einfach nur gleich zueinander sind. Gleichheit. Und ich zeige dir am besten erstmal ein kleines Beispiel. Ich denke, das ist immer am eingehendsten. Ich gebe jetzt einfach mal hier ein Dreieck. Zum Beispiel, das ist eigentlich egal. Nehme ich mal so. Und ich beschrifte das am besten auch gleich mal. Das hier ist Punkt A. Das hier ist Punkt B. Und das hier ist Punkt C. Und jetzt gebe ich dir noch ein zweites Dreieck. Also du kannst ja nur gucken, ob zwei Sachen zueinander gleich sind. Alleine geht das ja nicht. Und das zeichne ich ein klein bisschen anders. Und zwar, ich gebe mir Mühe. Und zwar so hier. Und das nenne ich jetzt einfach mal das ABC. Dann nenne ich das jetzt hier DEF. D, E und F. So, und du kannst jetzt herauskriegen, ob zwei Dreiecke zueinander kongruent sind oder, wie gesagt, leichter vorstellbar, denk einfach mal an Gleichheit, ob die beiden gleich sind. Wenn du schaffst, das linke hier mit Drehen, mit Spiegeln oder mit Verschieben so hinzukriegen, dass es wirklich hundertprozentig genauso aussieht wie das rechte hier. Also, okay, das ging vielleicht ein bisschen schnell. Ich schreibe dir nochmal die Operationen hin. Also, darfst du das Dreieck spiegeln. Oder du darfst es natürlich verschieben. Oder du darfst es drehen. Oder rotieren, können wir auch sagen. Rotieren. Und ich stelle mir das Ganze eigentlich immer einfach nur wie so ein kleines Spiel vor, sozusagen. Also du stellst jetzt einfach das linke Dreieck hier vor und dann guck einfach, ob du mit einem von den Operationen hier das so hinkriegst, dass das linke Dreieck hier wirklich genau deckungsgleich über das rechte passt. Und ich würde sagen, wenn du das jetzt hier einfach so schiebst, dass Punkt B auf Punkt E liegt, also das ist natürlich jetzt eine Gedankenaufgabe, stell dir einfach vor, du schiebst das Dreieck hier komplett so rüber, dass Punkt B auf Punkt E liegt, und dann drehst du das Ganze hier noch ein bisschen im Uhrzeigersinn, und dann würde ich sagen, sind die genau deckungsgleich zueinander. Das heißt, dass das Dreieck ABC, kongruent zu dem Dreieck, jetzt muss man aufpassen, EDF ist. Also die Punkte müssen natürlich immer gleich sein. Also erstmal kongruent, dafür gibt es auch ein extra Zeichen in der Mathematik, und zwar ist das so ein Ist-Gleichzeichen mit so einer kleinen Welle oben drüber. Und jetzt habe ich ja eben schon gesagt, die Punkte sollten dann auch deckungsgleich übereinander sein. Also wenn ich das jetzt so aufschreibe, dann ist der Punkt A, wenn ich es gedreht habe, hier der Punkt D, und der Punkt B ist der Punkt E. Und der Punkt C ist dann logischerweise der dritte und letzte Punkt, der Punkt F. Das heißt, dass die beiden Dreiecke so im Kern irgendwie genau das gleiche sind, nur dass halt einer irgendwie ein bisschen an dem einen Dreieck rumgespielt hat und das deswegen ein bisschen anders, ja, gedreht ist oder orientiert ist, wie man sich das so vorstellen mag. Die wichtige Frage ist jetzt natürlich, was hast du überhaupt davon, wenn du zeigen kannst, dass zwei Dreiecke zueinander kongruent sind? Und ich denke, das ist schon ziemlich mächtig, was Kongruenz im Endeffekt sagt. Und bevor ich dir jetzt verrate, was dabei rauskommt, kannst du vielleicht selber nochmal ganz kurz drüber nachdenken, wenn die beiden genau gleich sind. Was weißt du denn zum Beispiel über die Längen der Seiten zum Beispiel? Naja, ich würde behaupten, wenn das beides genau gleiche Dreiecke sind, dann muss auch die Seite hier unten, die ich jetzt mal hier so in einem hübschen Rosa mache, muss auch die Seite hier, also die Strecke AB, ich schreib's mal gleich hin, die Strecke AB muss ja dann genauso lang sein wie die Strecke DE. Weil wenn die übereinander liegen, sind die ja ebenfalls, also sind die ja wirklich genau lang, wenn du sie im Kopf sozusagen übereinander legen würdest, die beiden Dreiecke. Das heißt, AB ist genauso lang wie die Strecke DE. Und mit der gleichen Begründung gilt dann natürlich das gleiche auch für AC. Das heißt, die Strecke AC ist dann genauso lang wie die Strecke DEF. Also, wir können auch aus der Kongruenzschlussfolgerung, dass AC
AC genauso lang ist wie DF. DF. Und immer noch mit der gleichen Begründung. Welche Farbe haben wir nicht gehabt? Ein Grün würde ich auch nehmen. Die Strecke CB, die ich jetzt in Grün mache, mit drei Strecken, ist dann natürlich genauso lang wie die Strecke, ups, wie die Strecke EF. So, 1, 2, 3. Also, die dritte Information, die wir rauskriegen, ist, dass die Strecke CB genauso lang ist wie die Strecke EF. Aber, als ob das noch nicht gut genug wäre, das ist ja noch nicht alles. Wenn die Seiten auch, also die Seiten sind schon alle gleich lang, logischerweise ist ja genau das gleiche Dreieck, haben wir gerade gesagt, dann müssen auch die Winkel auch genau gleich groß sein. Das ist ja wirklich exakt das gleiche Dreieck eigentlich. Das heißt, nehmen wir eine andere Farbe, nehmen wir ein dunkles Blau. Wir wissen auch, dass die ganzen Winkel alle gleich groß sind. Das heißt, der Winkel BAC, also ich schreibe mal gleich mal darunter, der Winkel BAC, also der hier zwischen der gelben und der pinken Seite, ist genauso groß wie der Winkel hier zwischen der gelben und der pinken Seite. Also der Winkel EDF. Genauso groß wie der Winkel, habe ich gesagt, EDF. Und aus dem gleichen Grund gilt natürlich auch für den Winkel hier oben, dass er genauso groß ist wie der Winkel hier oben zwischen Gelb und Grün. Also der Winkel ACB, der Winkel ACB ist genauso groß wie der Winkel DFE. Wie der Winkel DFE. Und einer bleibt noch, der Winkel hier unten zwischen Grün und Pink ist genauso groß wie hier zwischen Grün und Pink. Also der Winkel, wie machen wir es, CBA. Der Winkel, C, muss ich ordentlich schreiben, CBA, hier ist genauso groß wie der Winkel, hier haben wir da oben angefangen, also fangen wir hier auch oben an, FED. Wie der Winkel, na, das ist aus dem Großherzeichen. Wie der Winkel, ist auch aus dem Großherzeichen. So. Wie der Winkel F, E, D. Das heißt, und das ist eigentlich auch die coole Sache an Kongruenz oder das, was die ganze Sache so wirklich aussagekräftig macht, wenn du zeigen kannst, dass zwei Dreiecke zueinander kongruent sind, kriegst du gleich sechs Informationen daraus, aus denen du halt hoffentlich dann wieder irgendwas anderes schlussfolgern kannst. Das heißt, aus einer Information kriegst du halt sechs andere Informationen und das ist schon ziemlich, ziemlich mächtig. Deswegen werden wir uns auch in den kommenden Videos noch ein bisschen weiter damit beschäftigen, wie man zeigen kann oder wie man beweisen kann, mathematisch wirklich sauber beweisen kann, dass zwei Dreiecke zueinander kongruent sind, einfach nur damit wir halt diese ganzen Zusatzinformationen daraus kriegen. Und wenn wir irgendwas beweisen wollen, dann brauchen wir im Normalfall ja erstmal irgendwelche Grundannahmen, auf die wir so aufbauen können. Und die erste Annahme, die gebe ich dir jetzt einfach mal. Das ist im Endeffekt also unser erstes Axiom. Unser erstes Axiom. Und keine Angst, Axiom ist ein bisschen wie Kongruenz. Axiom ist im Endeffekt auch wieder nur so ein irgendwie abgehobenes Wort für auch wieder eine ziemlich gleiche Idee. Das ist einfach eine Grundannahme. Ich schreibe es ja auch nochmal einfach ein bisschen. Eine Grundannahme. Grundannahme. Und soll im Endeffekt nur so viel heißen, wie das ist eine Aussage und wir verständigen uns einfach darauf, dass wir jetzt mal davon ausgehen, dass die wahr ist. Ein Axiom kann man nicht beweisen, sozusagen. Und das erste gebe ich dir jetzt einfach mal, dass wir jetzt einfach mal annehmen, dass das einfach wahr wäre. Und ich nenne das Axiom einfach mal den Seite-Seite-Seite-Satz. Seite-Seite-Seite-Satz. Und ich erzähle dir natürlich auch noch, was der bedeutet. Der hat natürlich nicht nur einen Namen, sondern auch eine Bedeutung. Also der Seite-Seite-Seite-Satz besagt, dass wenn du ein Dreieck hast, dann machen wir es gleich sinnvoller. Ja, wenn du zwei Dreiecke hast, versuche ich mal wieder ein bisschen kongruent zu zeichnen. Und wenn in diesen beiden Dreiecken die jeweils korrespondierenden Seiten, also die Seite und die Seite und die Seite und die Seite und die Seite, wenn die alle drei Seiten genau gleich lang sind, dann müssen die beiden Dreiecke hier zueinander kongruent sein. Und wie gesagt, das beweisen wir jetzt hier nicht. Man könnte es eigentlich beweisen, aber das liegt noch ein bisschen über unseren Fähigkeiten, deswegen nehmen wir das jetzt einfach mal als Axiom an. Ich will dir aber wenigstens noch zeigen, wenn wir sowas schon annehmen, dass das auch eine, wie soll ich sagen,
eine Annahme ist, die man auch wirklich machen kann, die jetzt nicht irgendwie komplett aus der Luft gegriffen ist, sondern dass da wirklich schon ein gewisser Sinn hintersteckt sozusagen. Okay, also ich versuche dich jetzt mal kurz ein bisschen zu überreden sozusagen oder dir zu zeigen, dass das Ganze wirklich irgendwie Sinn ergeben kann. Also ich zeichne dir jetzt nochmal ein zweites Paar von Dreiecken hin. Zum Beispiel ist das hier das erste. Und ich mache mal eine Seite davon ein bisschen herausgehoben. Nehmen wir mal jetzt die kürzere hier unten. Die hier, die mal, die zeichne ich jetzt einfach mal orange. Und warum, das wirst du gleich sehen. Und jetzt versuche ich mit genau den gleichen Seitenlängen einfach ein anderes Dreieck zu konstruieren. Also wenn der Satz hier oben stimmt, dann würde ich ja, dann ist das einzige Dreieck, was ich mit den gleichen, mit Seiten konstruieren kann, die gleich lang sind, genau dieses Dreieck hier wieder sozusagen. Also ich zeichne jetzt hier unten erstmal diese lange Seite hier ungefähr hin. Und zwar so. Ich denke, boah, das könnte ungefähr passen. Und an der rechten Seite von der langen Seite hängt ja hier noch so eine andere relativ lange Seite. Und die kriegt auch mal gleich noch einen anderen Winkel von mir. Ich mach mal vielleicht so. Hier ist ein Punkt. Und jetzt kommt hier an die linke Seite, die orangene Seite ran. Also die ist natürlich ein bisschen kürzer und ich zeichne die jetzt auch mal wieder in einem anderen Winkel ran. Zum Beispiel machen wir einfach so hier. Ja. So zum Beispiel. Und ich sehe schon, ich habe die davon vielleicht auch ein bisschen zu lang gezeichnet. Jetzt siehst du natürlich recht offensichtlich, dass das hier unten kein Dreieck ist. Aber du hättest natürlich eine Möglichkeit, daraus ein Dreieck zu machen. Und zwar stell dir einfach vor, dass hier unten wären so Scharniere oder so. Dann könntest du ja die Seite hier, die gelbe, einfach nach innen klappen und die orange Seite einfach auch nach innen klappen. Und zwar so, dass sich die beiden Punkte hier oben, also der orange und der gelbe hier trifft. Und dann würde es ja wahrscheinlich ungefähr vielleicht so hier aussehen. Also hier wäre die orange Seite und hier wäre dann die gelbe Seite. Ich gebe mir nochmal ein bisschen Mühe. Na, das sieht nicht so gut aus. Also vielleicht so. Und die orange Seite wäre dann hier. Und jetzt kannst du ja mal gucken, ob die beiden kongruent zueinander sind. Und ich würde sagen, lass mich nochmal kurz den Kopf drehen. Wenn du den Punkt hier nach oben drehst, ja, dann sind die beiden definitiv kongruent zueinander. Oder, ich zeige dir auch noch nicht, die zweite Möglichkeit wäre natürlich, dass du das Ganze dann einfach hier nach unten klappen würdest. Und die Seite hier auch. Und dann würde das Dreieck natürlich ziemlich genauso aussehen. Der einzige Unterschied ist, wenn du jetzt gucken willst, ob die beiden kongruent zueinander wären, also das untere dann mit dem Ausgangsdreieck, dann müsstest du es noch einmal spiegeln. Also machen wir das nochmal so und hier versuchen wir auch nochmal, das wäre dann die Seite hier ungefähr. Jetzt, wenn du dir das Dreieck hier unten nimmst, dann kannst du das ja einmal so hochspiegeln, dann sieht es genauso aus wie das hier oben. Und dann auch wieder so nach links drehen und dann wäre das untere Dreieck auch genau kongruent oder deckungsgleich mit dem hier oben. Das heißt, das, was ich jetzt eigentlich nur damit zeigen wollte, ist, dass dieser Seite-Seite-Seite-Satz wirklich nicht einfach irgendwie komplett aus der Luft gegriffen ist von mir und ich das einfach mal behaupte, sondern den kann man wirklich schon so annehmen, ohne jetzt Gefahr zu laufen, dass man da irgendwas komplett falsch macht. Man kann wirklich, wenn man drei Seiten hat, nur genau ein Dreieck konstruieren und nicht irgendwie mehrere verschiedene.